Hallo allerseits, willkommen zurück zu Silicon Magic. In der heutigen Episode geht es um PC-Zubehör. Und zwar eine Maus-Tastatur-Kombination von Logitech, nennt sich MK235. Besteht aus Maus und Tastatur mit USB-Dongle, also 2,4 GHz Wireless. Und ich bin sehr gespannt, was wir da erwarten dürfen. Ist eine der günstigsten, die Logitech so anbietet, für 23,99 € auf Amazon. Also ich bin sehr gespannt. Schauen wir uns das jetzt mal an. Viel Spaß. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier so geboten kriegen in diesem Paket, das mich vorhin erreicht hat. Und Hälfte ist Filmmaterial, andererseits auch nicht schlecht. Dann geht's. Ja, gut, alles klar. Ja, manchmal schon ein bisschen fragwürdig, wenn dann einfach nur so ein bisschen Papier oben drauf geschmissen wird. Aber da haben wir sie. Die Logitech Combo. Und zwar nennt sich die MK235. Robust, einfach und kabellos. Tja, ich bin vor allem sehr gespannt, was die Maus so taugt. Also die Kritiken bei Amazon mal überflogen. Und die Tastatur wurde da durchaus gelobt, aber ja, die Maus eben nicht. Und derjenige hatte dann geschrieben, ist natürlich blöd, dann ja, hat man halt eine nutzlose Maus, denn beides läuft ja über einen Empfänger. Ist das hier irgendwie? Das muss nochmal geöffnet werden. Kommt auf jeden Fall schon mal schön an und Logitech ist ja nun auch kein... Ah, hier haben wir gleich... Also das ist echt ein bisschen bekloppt, muss ich sagen. Tut mir leid, aber das... Ja, also klar erkennt man es dann doch irgendwie beim Aufmachen, aber wenn man da nicht drauf achtet, muss ich sagen, diesen Empfänger hätte man durchaus in der Packung ein bisschen... offensichtlicher unterbringen können und jetzt nicht unbedingt hier draußen an so einem, ja, an dieser Schnalle oder so. Ja, jetzt wollte ich Logitech gerade so sehr loben, aber okay. Batterien sind schon mal dabei, das ist schön. Wobei ich tatsächlich dachte, es wäre eine Akkutastatur. Ist mir im Prinzip allerdings egal. Da muss ich wenigstens nicht darauf achten, immer auf das Laden. Das ist jetzt natürlich toll abzufilmen, weil dieses ganze Ding hier so lang ist. Haben wir noch irgendwie Dokumentation? Ja, hier wahrscheinlich Dokumentation. Oh, wollen wir weg. Gut. Ich würde sagen, wir fangen auch tatsächlich mal mit der Tastatur an. Und immer mal schauen, ob hier irgendwas Wichtiges ist, außer Garantiehinweise oder was weiß ich. Aber das scheint nur, nur Krempel zu sein. Da haben wir sie in, was ist das eigentlich? So eine Art Grey. Okay, ist unten schon mal schön gummiert. Allerdings nur auf der Unterseite. Hier haben wir zumindest noch was zum Ausklappen. Batteriefach. Ah ja, da kommen die beiden 3 AAA-Zellen rein. Oder AAA. Ja. Okay, liegt gut auf. Ja, und natürlich vom Tippgefühl her eine schöne Sache. Das muss ich sagen, hätte ich jetzt von Logitech auch nicht anders erwartet. Dürfte vielleicht sogar noch ein bisschen widerstandsfähiger sein. Ist relativ leichtgängig. Hat einen verhältnismäßig langen Tastenweg, muss ich sagen. Hätte ich jetzt so von den Bildern her nicht gedacht, aber die Tasten gehen schon weit runter. Ja, aber ansonsten, ja, das ist gut ausbalanciert hier auch, natürlich. Ja, was heißt natürlich, aber wie gesagt, ist jetzt auch keine
keine Billigunternehmen aus China, was das Ding jetzt hergestellt hat, sondern durchaus auch eine Firma mit einer gewissen Reputation, Logitech. Also, naja, so von der Lautstärke her kann man sich da, glaube ich, auch ein recht gutes Bild machen. Ja, geräuschlos ist die auf keinen Fall. Oder ja, ich finde sie jetzt auch nicht wirklich laut, muss ich sagen. Ist in Ordnung. Ist so ein Mittelding. Ist jetzt nicht wirklich super leise, aber auch nicht wirklich laut. Die FN-Taste, muss ich sagen, ist tatsächlich doch etwas blöd positioniert. Ich bin es gewohnt, dass sie hier eher auf der linken Seite sich befindet. Andererseits, so oft braucht man sie ja nun auch wieder nicht. Also damit lässt sich leben. Ansonsten ist das Tastaturlayout durchaus gelungen. Die Enter-Taste mal wieder, ja, relativ klein, aber groß genug. Der Nummernblock auf jeden Fall auch. Überhaupt die Tasten relativ groß. Also auch mit relativ großen Händen hat man da kein Problem mit. Ja, gefällt mir schon mal sehr gut. Wird dann auch gleich nochmal am PC getestet. Schauen wir uns mal die Maus an. Ja, relativ klein. Naja, wobei. Er hat schon so ein leichtes. Er hat schon so ein leicht hörbares Klicken, also auch nicht so geräuschlos, jetzt allerdings auch nicht penetrant laut. Da kommt jetzt wahrscheinlich die große Batterie rein, genau, die Doppel-A-Zelle. Ja, relativ klein, wie gesagt, was ich auch sehr gut finde. Ich war skeptisch, als ich es auf den Bildern gesehen habe, aber jetzt so beim in der Hand halten, ich finde es gut, dass das hier so geriffelt ist. Das ist, ja doch, es ist Plastik, aber fühlt sich jetzt schon fast ein bisschen wie gummiert an, wahrscheinlich gerade wegen dieser, ja, wegen dieser Oberfläche eben. Das ist wirklich gut. Also es fühlt sich sehr griffig an und nicht so rutschig an der Seite, finde ich sehr angenehm. Wird sich zeigen müssen, wie gesagt, für große Hände ist diese Maus schon relativ klein. Wird sich zeigen müssen, wie gut ich damit in der Praxis zurechtkomme. Aber das scheint mir gar nicht mal so schlecht zu sein. Und auch das Mausrad, das ist ja immer so eine Geschichte. Das fühlt sich ebenfalls gut an. Man könnte so die einzelnen Stufen ein bisschen deutlicher herausspüren. Die merke ich jetzt nicht so deutlich, aber es ist okay. Das ist okay. Und jetzt mal im Einsatz testen. So, und um mir mein Leben und das Abfilmen ein bisschen leichter zu machen, habe ich jetzt mal per USB-C-Dongle den Receiver an das Smartphone angeschlossen, damit ich das ja besser abgefilmt kriege. Die Maus wird völlig problemlos erkannt. Das ist jetzt hier gerade Word und die Tastatur ebenfalls. Wobei ich sagen muss, ich glaube, diese Tastatur wird nicht jedem gefallen. Ich finde sie nicht schlecht. Sie fühlt sich allerdings auch jetzt nicht super hochwertig an, muss ich dazu sagen. Also man hat schon das Gefühl, hier ist nicht das teuerste Plastik verbaut worden. Nicht, dass es irgendwie ja, zerbrechlich wirken würde, aber man spürt es irgendwie in den Fingerspitzen, dass die Tasten sehr leicht sind. Und wie gesagt, der Tastenweg ist relativ lang. Und wenn, naja, kann man das erkennen, dass sie hier alle so. Es ist keine steife Tastatur. Also die einzelnen Tasten, die wirken so ein bisschen, wenn man so mit dem Finger drüber geht, ein wenig locker, ehe man sie drückt. Fehleingaben oder ähnliches habe ich jetzt nicht feststellen können. Weiß überhaupt nicht, was ich schreiben will. Ja, Logitech halt. Aber. Ja, es ist ein gewöhnungsbedürftiges Tippgefühl, muss ich sagen. Es bewegt sich so zwischen hochwertig und das günstigste eben, was man von hochwertig kriegen kann.
Ja, schwer zu beschreiben, aber letztendlich genau das, was es eben ist. Also die günstigste oder so ziemlich die günstigste Tastatur-Kombo, die ich jetzt bei Logitech gefunden habe. Auch die haben natürlich ihr unteres Einstiegssegment und keinesfalls natürlich gar keinen Fall zu vergleichen mit einem richtig teuren Tastatur. Aber eben auch nicht so, dass man das Gefühl hatte, billig und taugt nichts. Ich muss noch dazu sagen, ich habe einen Ausschalter am Gerät gefunden und ich bin mir ziemlich sicher, es gibt auch keinen. Und falls ich da doch was übersehen habe, schreibe ich es unter das Video. Aber nein, die läuft wohl durchgängig, nachdem ich die Batterien eingelegt habe. Ja, und wenn ich jetzt hier unten die Füße ausgeklappt habe, sollte ich vielleicht auch noch dazu sagen, man sieht das vielleicht ein bisschen. Also ein wenig gibt das Ganze nach. Das sind jetzt hier keine, die sind auch aus diesem Plastik gefertigt. Die geben durchaus nach. Und ich hätte jetzt auch wirklich ein bisschen Bedenken, dazu festzudrücken, nicht, dass mir da was abbricht. Das ist zwar stabil, aber eben nicht das Stabilste. Und auch beim Tippen, na, offen gesagt, beim Tippen, gerade hier im unteren Bereich merkt man das jetzt nicht so. Ah, hier oben könnte man das ein bisschen spüren, aber nur wenn ich wirklich ganz hier oben drücke, gibt das so ein bisschen nach. Das sollte man auch im Hinterkopf behalten. Also das ganze Gerät ist günstig gefertigt und andererseits muss ich sagen, ja, was will man für 25 € auch Besseres erwarten, wenn man eine funklose Tastatur und Maus dafür bekommt? Also ich denke, das ist tatsächlich absolut gerechtfertigt für diesen Preis. Ja, ich denke, das kann man so sagen. So, das soll es dann jetzt auch gewesen sein für diese kurze Episode, beziehungsweise noch ein Nachtrag. Ich habe jetzt natürlich auch mal eine ganze Weile auf der Tastatur geschrieben und kann wirklich nicht meckern, beziehungsweise es läuft im Endeffekt auf einer Gefühlsfrage hinaus. Das ist bei Tastaturen auch manchmal einfach so. Ich habe jetzt lange Zeit auf einer Laptop-Tastatur geschrieben und dann eben auch teilweise diese hier benutzt, die ich schon mal vorgestellt habe, die ebenfalls nur einen kurzen Tastaturweg hat. Also wer diese Tastaturtypen gewohnt ist, für den ist möglicherweise die Logitech nicht die richtige, weil man hat hier einfach einen längeren Tastaturweg und man muss die Tasten tiefer hineindrücken und man hat am Ende auch keinen so super harten Widerstand. Also man hat nicht das Gefühl, dass man da unten wie auf dem Tisch oder ja, es fühlt sich recht weich an. Man hat einen gefühlten Druckpunkt, aber weicher, als man das vielleicht bei dieser hier hat. Wo man dann, wenn ich hier die Tasten reindrücke, das Gefühl hat, ja, dass da etwas sehr Festes drunter ist. Und hier federt es einfach mehr. Ja, das ist wie gesagt eine gefühlsmäßige Sache und das muss man mögen, beziehungsweise damit muss man klarkommen. Und da ich, wie gesagt, selbst die ganze Zeit mit Laptop-Tastaturen und der hier die benutzt habe, ist mir das nicht ganz leicht gefallen. Auf der anderen Seite aber habe ich versucht, hier, also mit Absicht versucht, Fehleingaben oder Nicht-Eingaben zu provozieren, indem ich nur ganz leicht mal so drauf getippt habe. Ich soll es auch mal in die Kamera halten. Nur so ganz leicht drauf getippt habe und um zu sehen, kann es vorkommen, dass ein Buchstabe nicht auf dem Display erscheint. Aber es ist mir nicht gelungen. Also die Tastatur ist tatsächlich bei jeder Tasteneingabe zuverlässig. Also es kommt dann nicht dazu, dass man dann irgendwie tippt und dann fehlt ein Buchstabe oder so etwas. Das finde ich dann doch, muss ich sagen, funktioniert sehr gut, wenn man mit dem Schreibgefühl gut klarkommt. Und die andere Sache, die Maus. Ich muss sagen, ich hatte auch eine ganze Zeit über eine relativ große Maus im Vergleich im Betrieb. Also das ist eigentlich eher so für meine Hände. Die kleine von Jellycom funktioniert auch recht gut. Hat halt so diese glatten Seiten und da ist das Gemusterte hier oder so. Das ist dann schon, was einem diesen Grip gibt. Das ist schon, das ist richtig gut. Damit hält man sie wirklich in Position und kann auch besser mit den Fingerspitzen bedienen. Also auch wenn die für meine Hand relativ klein ist, kann ich sie damit sehr gut bedienen. Ja. Gut, das soll es gewesen sein für diese kurze Episode. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentarsektion. Und wenn euch meine Videos generell gefallen, abonniert den Kanal. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.